was bisher geschah. Ach, halt's mal! Halt! So ist das doch gar nicht passiert. Woher willst du das denn wissen? Du bist doch erst am Ende der Folge aufgetaucht. Ach so, stimmt. Nein, erzähl weiter. Andres Schreie waren natürlich bis nach draußen zu hören. Und es gab Leute, die ihm helfen wollten. Doch ich war zu allem bereit. Die bösen Jungs waren auf dem Vormarsch. Sie kamen in Wellen. Mein ganzes Leben habe ich auf diesen Moment hingearbeitet. Ich schaltete sie aus, einen nach dem anderen. Ich pflügte durch ihre Reihen und ließ meinem Zorn freien Lauf. Papa wäre stolz auf mich. Ich sog ihren Schmerz auf und... Halt, stopp! Das glaube ich dir nicht. Echt? Wieso? Da waren gar keine Leichen. Und das mit dem Bein hat dich nicht gewundert? Kommt schon, erzählt dem Zuschauer die Wahrheit. Also die langweilige Version, ja? Okay. Dir sagen, dass ich dich erschieße, wenn ich meinen Preis nicht bekomme. Welcher Preis? Preis? Nehm ich! Und außerdem findest du mich sowieso nicht. Ich bin in einem streng geheimen und... Ich leg jetzt auf. Achso, Phil, danke nochmal, dass ihr das alles ein bisschen verschönert hast und auch die Fesseln erneuert hast. Und wer bist du? Ich stelle dir die Fragen. Okay, würdest du dich denn bitte selber fragen, wer du bist? Und wie bist du überhaupt hierher gekommen? Hey, er stellt dir die Fragen. Ganz genau. Das zieht sich aber. Ach Jungs, kommt schon! Okay, okay. Was tut ihr beiden eigentlich hier? Was tust du denn hier? Okay, man sollte eigentlich eine Frage nicht mit einer Gegenfrage beantworten. Das hat mich jetzt aus dem Konzept gebracht. Hör zu, was immer du mir vorwirfst. Ich will für dich nichts vor. Ich will nur das, was mir zusteht. Okay. Werde ich hier noch gebraucht? Halt's Maul! Schon gut. Und nun zu dir. Was willst du von mir? Ich bin dein Bruder. Nein, das ist nicht wahr. Erforsche deine Gefühle. Du weißt, dass es wahr ist. Das ist nicht wahr! Niemals! Ha! Das geht ja gar nicht. Ich bin Einzelkind. Wie alt bist du? 21. Quatsch! Frühreif. Unmöglich. Meine Eltern starben bei meiner Geburt. Beide? Sie standen sich sehr nah. Im Kreissaal explodierte die Flasche mit Narkosemittel und sie standen dicht beieinander. Das tut mir leid. Muss es nicht. Ist ja nichts passiert. Also du meinst, bis auf die Explosion nach deiner Geburt im Kreissaal, bei denen du beide Eltern verloren hast? Genau. Ach, das ist so lange her. Ich habe das Gefühl, sie beide gar nicht richtig zu kennen. Kannst ja auch gar nicht. Die sind bei deiner Geburt gestorben. Stimmt. Und jetzt halt Maul! Darf ich auch mal was sagen? Was? Bro, ich weiß, wie du dich fühlst. Ich bin nicht dein Bro! Ach nein. Und was ist denn das hier? Dein Bauchnabel? Ja. Und was willst du mir damit sagen? Bro. Ich bin nicht dein Bro! Stell's dir doch wenigstens mal vor. Das will ich aber nicht! Ist das denn so schwer? Er sucht doch nur deine Nähe. Könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Tja, das hättest du dir vorher überlegen sollen. Ich fand einen Bruder. Aber genau genommen suche ich was anderes. Und du meinst, du findest das in meinem Gesicht? Wow, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Leute, habt ihr das kommen sehen? Schreibt es uns in die Kommentare. Oh, André, nun werde ich dich so lange töten, bis du daran stirbst.